2018. Die geplanten Ausgaben, zum Teil zumindest, für die Modernisierung der digitalen Infrastruktur, das soll über einen eigenen Digitalfonds finanziert werden. Bundesfinanzminister Scholz will den jetzt schon in diesem Jahr gründen mit diesen 2,4 Milliarden. Dirk Spaniel jetzt für die AfD-Fraktion. Schauen wir uns die Bilanz der CSU-Verkehrspolitik an. 2009, als Herr Ramsauer ins Amt kam, hatten wir 380.000 Staukilometer pro Jahr. Als Herr Dobrindt 2013 ins Amt kam, hatten wir 830.000 Staukilometer. Und 2017 hatten wir rund 1,5 Millionen Staukilometer in diesem Land. Die Staulänge auf unseren Straßen hat sich um das Vierfache vergrößert. Das ist die neunjährige Bilanz von CSU-Verkehrsministern. Die Menschen, die tagtäglich im Stau stehen, erkennen, ihre Verkehrspolitik geht an den wirklichen Problemen in diesem Land vollkommen vorbei. Diese Probleme sind das Ergebnis ideologischer Verblendung von Rot-Grün und politischer Feigheit der bürgerlichen Parteien. Die Verkehrspolitik dieses Landes effizient zu gestalten. Und diese Probleme werden Sie mit Ihren Placebo-Maßnahmen aus dem Bundesverkehrswegeplan auch nicht lösen. Sie ignorieren die entscheidenden Fakten zum Thema Verkehrspolitik. 85% der Personenbeförderung und 78% der Güter werden in diesem Land auf der Straße transportiert. Die Schiene ist verantwortlich für 15% der Personenbeförderung und 14% der Güterbeförderung. Selbst wenn wir mit gigantischem finanziellen Aufwand die Transportleistung der Bahn um 30% erhöhen können, fallen bei der Straße gerade mal 6% weg. Ist halt Prozentrechnung, ne? Es ändert sich gar nichts an den Staus. Überhaupt nichts. Vergleichen wir die geplanten Investitionen in die Bahn und die Straße, dann kommen wir zu dem Schluss, dass die Schiene gegenüber der Straße bei den Investitionen im Verhältnis zur Transportleistung um ein Vielfaches bevorzugt wird. Mut zur Wahrheit heißt eben auch, jeder Euro in Straßeninfrastruktur rechnet sich vielfach besser als in die Bahn. Meine Damen und Herren, wir müssen uns nicht wundern, dass wir auf unseren Straßen dauernd im Stau stehen und die Brücken bröseln. Wir, die Alternative für Deutschland, fordern, dass die Investitionen der Verkehrsträger Straße und Schiene ideologiefrei und rational verteilt werden. Kommen wir mal zu dem fahrlässig von Ihnen herbeigeführten Thema Fahrverbote und Luftschadstoffe. Das Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020, das teure Elektroautos einseitig fördert, erschließt sich niemandem, der mit klarem Menschenverstand die Zusammenhänge analysiert. Wenn unser Strom zu 50% aus Braun- und Steinkohle produziert wird, bleibt die angeblich saubere E-Mobilität komplette Augenwischerei. Das ideologisch begründete pauschale Ablehnung der Verbrennungsmotoren erinnert mich nur an Esoterik. Softwaremanipulation einiger Hersteller ist ein völlig anderes Thema. Pikanterweise ist diese Softwaremanipulation genau in dem Unternehmen aufgetreten, in welchem eine SPD-geführte Landesregierung im Aufsichtsrat sitzt. Da haben Sie einmal Verantwortung und versagen total. Herr Bundesminister, wir werden Sie daran messen, ob es Ihnen gelingt, die Investitionen in Autobahnen und Bundesstraßen so zu erhöhen, dass die Mobilität für unsere Bürger und unsere Unternehmen wieder sichergestellt wird. Wenn Ihnen das nicht gelingt, werden Sie, wie Ihre CSU-Vorgänger, am und im Stau scheitern. Dann wird es eben noch ein bisschen dauern, bis wir als Alternative für Deutschland auch dieses von Ihnen geschaffene Problem lösen werden. Vielen Dank. Dirk Spaniel war das für die AfD-Fraktion. Und er hat ja bemängelt, dass zu wenig Geld in die Straßeninfrastruktur gesteckt wird im Vergleich zu der Schiene. Was steht hier für 2018 im Einzelplan? 9,27 Milliarden sind für die Bundesstraßen vorgesehen, für Autobahnen und Bundesstraßen.